Gut, dass der Zwerg nicht sterben kann, die beiden Zwerge nicht sterben können. Ich glaube, sie arbeiten auch eigenständig. Also ich kann ihnen nicht so zuweisen, die sollen den angreifen, sondern sie greifen einfach jemanden an. Dämliches Vieh. Stirb endlich. Hör auf, vor allem andauernd zu respawnen, das ist unfair. Ich kann ja auch nicht andauernd respawnen. Muss immer wieder neu laden. Wirklich. Wo ist Solus eigentlich? Ah, okay, das erklärt's natürlich. Mhm. Schön. Das ist ein Bug. Das gefällt mir. Was mache ich jetzt? Ich komme von hier nicht weg. Warum ist er überhaupt hier unten gespawnt? Oder ist er von da oben genau hier drauf runtergefallen? Naja, gut. Und hui! Und wir sind wieder irgendwann am Anfang gespawnt, was natürlich gut ist. Dann greift ihn doch mal an. Los, geht. Meine Güte. Das ist zu weit weg. Ja, da ist er insta-tot. Dieses Spiel ist so dämlich. Woher soll ich denn mitbekommen, dass er da unten ist? Wo sind wir jetzt? Ah, cool. Ja, dann sehen wir uns bald wieder. So, wir machen erst was anderes, weil das unmöglich schaffbar ist. Mit meiner aktuellen Truppe. Deswegen gehen wir jetzt zurück zum Lager. Und wir haben ja hier schon eine Expedition gemacht. Aufgedeckt. Die natürlich nicht funktionieren. Weil ziemlich viel von dem Spiel auch verbuggt ist. So, die Inquisition. Habe Eingang zum Heidrunteig, ein Gebiet entdeckt. Bla. Aha. Das sollte eigentlich immer sofort gehen. Ist also kein Problem. Wunderbar. Aha. Können wir da mehr erkunden? So, das ist alles irrelevant. Das sind nur nervige Quests. Damit man hier mal zurückgehen muss. Das ist das Einzige, glaube ich. Die Bergung. Okay. Holen wir uns ein paar Berge, ein paar Fässer. Bringt auch nicht wirklich irgendwas. Okay. Und dann... Ah, okay, hier stehen schon mal die Sachen, die wir gefunden haben. Ich wechsle jetzt erstmal die Gruppe, denn... Solus ist viel zu schwach für diesen Kampf. Wir brauchen Vivienne, die auch wieder heilen kann, sonst sterbe ich einfach zu leicht, weil da ja auch keine Tränke mehr kommen und man nicht speichern kann. Ist das schon ein bisschen unfair. Ja, mehr gibt's ja eigentlich hier schon wieder nicht zu tun. Das heißt, wir können gleich wieder nach unten. Elfenwurzeln haben wir ja wahrscheinlich wieder nicht. Eine. Das reicht aber nicht wirklich für irgendwas. Okay. Dann teleportieren wir uns irgendwie wieder nach unten. Das war doch hier irgendwo... Irgendwo, da gab es doch dann die Brücken. Da zum Beispiel, sehr gut. Ist das das Erste? Ich habe jetzt nicht aufgepasst, ist auch nicht so wichtig. Wir finden die Sachen schon. Wir müssen hier auf jeden Fall erstmal wieder runter, glaube ich. Weil es da oben nicht zur Brücke geht. Ich kann ja mal gucken. Ah, es lädt dann nicht weiter. Hm. Ja. Alle schweigen, das ist natürlich nicht besonders gut. Moment mal. Bin ich jetzt auf dem falschen Weg, oder wie? Ich glaube schon. Können wir jetzt vielleicht doch nochmal teleportieren? Okay, hier geht's auch noch weiter, aber das muss ja irgendwo dann hier oben sein, oder was? Ich verstehe das gerade nicht. Natürlich können wir jetzt nicht reisen. Aber wie komme ich denn da rüber? Wo war denn da bitte der Anfang von der Brücke? Habe ich nicht aufgepasst?
Weil hier unten kann es nicht sein, das ist viel zu weit unten. Was? Gott. So viele Glitcher heute. Glitches. Glitch rein. Und sobald wir... Okay, also das ist wirklich dumm gemacht. Wenn ich das mehrmals machen muss und sie dann nicht mehr miteinander reden, dann ist das nicht wirklich interessant. Dann könntet ihr das auch schneller machen. Und... Wir sind angekommen. Ui, wunderbar. Nur um dann wieder hier hochzureisen. Was? Ja, eine Sekunde braucht oder so. Okay, hier war tatsächlich direkt ein Abstieg. Woher sollte ich das wissen? Vor allem, weil es jetzt schon ein bisschen her ist, seitdem ich das entdeckt habe, das letzte Mal. So, gucken wir mal. Was gibt's denn hier drüben? Außer Gegner natürlich wieder, wie immer. Ist ja jetzt nichts Neues, dass einfach überall Gegner verstreut sind. Vor allem, warum sind die jetzt da, wenn eigentlich vorhin schon gekämpft werden müsste, sein sollen, wegen dem Brückenbau, oder? Na cool, noch ein Zahnrad. Dafür ist es also gedacht, dass wir Zahnräder finden. Ja, also ich finde es ein bisschen komisch, dass wir, dass hier schon wieder Gegner sind, obwohl die Brücke erst vor kurzem errichtet wurde. Sag mir nicht, das war jetzt alles. Ich glaube nicht, da drüben, wo noch mehr Gegner sind, geht es bestimmt weiter. Yay, Tiefenlauerer-Kralle. Okay, also es geht zumindest noch ins Gebäude rein. Ist ja auch schon mal ganz nett. Einer weniger! Einer weniger. Fehlt noch einer. Oh, das war's schon wieder. Das ging aber schnell. Wieder brennt alles. Nichts Besonderes. Vielleicht ein bisschen was Besonderes. Oh, und was ist das? Der Nackkönig. Preiset den Nackkönig. Stillt seinen Hunger auf Käse. Je älter, desto besser. Aha. Wie kommt das denn hierher? Nun, vielleicht findet sich dafür ja noch irgendein Pferd. Meint er das ernst? Das halte ich für unwahrscheinlich. Das andere wird da oben sein. Vielleicht müssen wir da wieder Zahnräder einsetzen. Das wäre ja nicht das erste Mal. Gott, diese Bauten vor allem. Sieht überhaupt nicht merkwürdig aus, was hier so gebaut wurde. Vor allem, warum? Es hält doch da bestimmt nicht besser dran. Also das ist physikalisch schon sehr fragwürdig. Naja. Hüpfen wir mal hier rauf. Gucken, was uns hier oben noch alles erwartet. Ja, Tatsache, wieder Zahnräder. Das heißt, wir erfahren noch mehr über die Geschichte. Sekromas und hey, wieder Gegner. Immer wieder eine schöne Abwechslung, Gegner. Wenigstens sind die super schwach, also. Naja. Ah, okay, noch ein Zahnrad. So viele können es ja gar nicht mehr sein, ne? 6 Stück noch. Angeblich. Oder ich habe keine Ahnung, ob uns die wieder abgezogen werden, wenn wir die hier einsetzen. Ich meine, da das nicht geupdatet wird, nehme ich mal an, dass das nicht so ist. Aber ich bin mir nicht sicher. Oh, yay, Gegner. Gegner hinter verschlossenen Türen ist immer schön. Aber es ist wenigstens nur einer und nebenbei wird nicht 20 Mal respawnt, weil das echt nicht ankotzt. Es gibt nichts Unfaireres als respawnende Gegner. Wenn man den Auftrag hat, irgendwie noch Gegner zu killen, die nicht die respawnenden sind. Naja. Das kriegen wir auch schon noch hin. Nur ein bisschen länger dauern. Zack. Die wieder mit ihren Barrieren hier. Können wir dagegen eigentlich irgendwas machen?
Macht nicht so viel Schaden hier. Nee, nicht wirklich. Oh, cool. Wir sind auf der anderen Seite irgendwie angekommen. Yay, Mac, ich liebe Glitches. Ich liebe dieses Spiel für seine Kack-Glitches. Fallen jetzt erstmal. Ah, okay. Wir kommen auch so nicht zurück. Okay, dann ist Sarah jetzt für immer und ewig da drin gefangen. Kann ja auch mal machen. Das ist jetzt auch bei weitem nicht der erste Glitch, der mir aufgefallen ist. So langsam nervt's. Lasst mich durch. Mia, bitteschön. Echt langsam mit dem Mistvieh mit andauernder Barriere. Immer weitermachen. Aua. Vor allem die Barriere, dagegen habe ich noch nichts wirklich Effizientes. Ich glaube, ich hätte einen anderen Magierstrang nehmen müssen, um das hinzukriegen. Aber er wird ja sicherlich erst gleich wieder seine Barriere aufmachen. Und Sarah war die Einzige, die richtig viel Schaden gemacht hat. Kommt mir zumindest so vor. Trompet. Blöd. Ja, da ist die Barriere wieder. Ich glaube... Da macht sie doch noch am ehesten. Oh, okay, aus irgendeinem Grund hat er wieder ganz viel verloren. Was ist denn, wenn wir einfach mal das machen? Scheint ja was zu bringen. Feuer mag der Gesandte wohl doch nicht so. Geht doch. So, Sarah kann natürlich jetzt trotzdem nie wiederkommen, aber Pech gehabt. Verzauberter Humpen. Dieser Krug ist auf einer Seite mit einer Rune verziert und trägt auf der anderen die Inschrift Bodan und Söhne, Qualitätsware und Verzauberung. Verzauberung? So, was haben wir hier? Zielvorrichtung 4, das ist, glaube ich, nicht besser als das aktuelle. Ich glaube, es ist sogar 4, das aktuelle. Egal, wir nehmen alles. So, paar Artefakte. Was haben wir jetzt hier bekommen? Wupp, alles ist weg. Und wir haben anscheinend ein bisschen Erfahrung bekommen. Apropos Erfahrung, ich kann ihn mal aufsteigen lassen. Unseren Inquisitor. Weiß zwar nicht, was ich gerade noch steige, aber ich glaube hier, ne? Yep. Die Sachen sind noch dran. Ah, zwergische Plattenrüstung zum Beispiel haben wir jetzt gefunden. Das war jetzt aber, glaube ich, alles. Und das Doofe ist, ich glaube nicht, dass man hier unten sich irgendwo noch hin teleportieren konnte. Das heißt, wir dürfen wieder wunderschön nach unten fahren. Auch schön, dass die schon alle ihren Namen haben. Ja, ich glaube zumindest, dass wir jetzt wieder hierhin zurückreisen und dann wieder mit dem Fahrstuhl runterfahren. Bis zur Tür gehen und dann sind wir, glaube ich, da. Also sehen wir uns dort, würde ich sagen.